Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Bekannte. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich heiße Daniel und ich möchte heute wieder einen neuen Einbürgerungstext mit Fragen von 33, von 1 bis 33. Wer bildet den Deutschen Bundesrat? Wer bildet den Deutschen Bundesrat? Ja, wer bildet den Deutschen Bundesrat? Das ist gar nicht so leicht. Wer bildet den Bundesrat? Die Minister und Ministerin der Bundesregierung, die Regierungsvertreter, die Parteimitglieder, die Abgeordneten der Bundestages. Wer bildet den Deutschen Bundesrat? Die Abgeordneten des Bundestages. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? Das ist ganz, ganz schwierig. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? Falsch. 1961 wurde die richtige. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Finnland, Dänemark, Norwegen oder Schweden? Dänemark. Welches Land? Ja, das war. Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes? Welches Gericht in Deutschland ist zuständig für die Auslegung des Grundgesetzes? Bundesverfassungsgericht. Von Volk gewählt wird in Deutschland. Falsch. Der Bundestag. Eine Frau ist schwanger. Sie ist kurz vor und nach der Geburt ihres Kindes vom Gesetz besonders geschützt. Wie heißt dieser Schutz? Mutterschutz. Wer bärt in Deutschland Personen bei Rechtsfragen und vertritt sie vor Gericht? Ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin. Bei Erziehungsproblemen können Eltern in Deutschland Hilfe erhalten vom Jugendamt. Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden. Wer darf in Deutschland nicht als Paar zusammenleben? Anne 13 und Tim 25 Jahren. Welche Farben hat die deutsche Flagge? Welche Farbe hat die deutsche Flagge? Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? Wo müssen Sie sich anmelden, wenn Sie in Deutschland umziehen? Moment mal. Bei Einwohnermeldeamt. Ordnungsamt. Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben eine dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hineingelassen. Welches Recht wird in dieser Situation verletzt? Das Recht auf Meinungsfreiheit. Oh, das war falsch. Gleichbehandlung. Im Parlament steht der Begriff Opposition für
Im Parlament steht der Begriff Opposition für alle Partei, alle Abgeordnete, die nicht zur Regierungspartei, der Regierungspartei gehören. Was sollten Sie tun, wenn Sie vor Ihrem Ansprechpartner, Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden? Ich kann mich bei Behördenleiter, bei der Behördenleiterin beschweren. Was sollten Sie tun, wenn Sie von Ihrem Ansprechpartner, Ihrer Ansprechpartnerin in einer deutschen Behörde schlecht behandelt werden? Das war. Was bedeutet die Abkürzung CDU in Deutschland? Christlich-Demokratische Union. Die Nationalsozialisten mit Adolf Hitler errichteten 1933 in Deutschland eine Diktatur. Wer wird meistens zum Präsident, zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt? Wer wird meistens zum Präsidenten, zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt? Ein Abgeordneter, eine Abgeordnete der stärksten Fraktion. Wer wird meistens zum Präsident, zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt? Der die älteste Abgeordnete im Parlament. Ein Abgeordneter, eine Abgeordnete der stärksten Fraktion. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Polen. Die Erziehung der Kinder ist in Deutschland vor allem Aufgabe der Eltern. Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine politisch der allgemeine Religion Freiheit. Das war falsch. Staatlicher Rassismus. Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik des staatlichen Rassismus. Wie waren die Besatzungszone Deutschland nach 1945 verteilt? 1. Großbritannien, 2. Sowjetunion, 3. USA, 4. Frankreich. Die Bundesrepublik Deutschland ist heute gegliedert in Bund, Länder und Kommunen. Welches Land ist ein Nachbarland von Deutschland? Tschechien. Was kann ich in Deutschland machen, wenn mir mein Arbeitgeber, meine Arbeitgeberin zu Unrecht gekündigt hat? Kündigungsschutzklage erheben. Kündigungsschutzklage erheben. Welches Land war keine alliierte Besatzungsmacht in Deutschland? Japan. Vom Juni 1948 bis zum Mai 1949 wurden die Bürger und Bürgerinnen von West-Berlin durch eine Luftbrücke versorgt. Welcher Umstand war dafür verantwortlich? Für Frankreich war eine Berlin, für Großbritannien war eine. Die Sowjetunion unterbrach den gesamten Verkehr auf den Landwegen. Das war richtig.
Sie haben in Deutschland einen Fernseher gekauft. Zu Hause packen Sie den Fernseher aus. Doch, er funktioniert nicht. Der Fernseher ist kaputt. Was können Sie machen? Den Fernseher reklamieren. Welche Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? Ab welchem Alter darf man in Schleswig-Holstein bei Kommunalwahlen wählen? 16. Für wie viele Jahre wird der Landtag in Schleswig-Holstein gewählt? 4. 5. Mann. In die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein heißt die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein heißt Kiel. Die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein heißt Kiel. So, ich habe das Test bestanden. Ihr Test bestanden, Glückwunsch. Sie haben 28 Fragen von 33 richtig beantwortet. Damit hätten Sie den möglichen Einbürger- und Test der Bundesrepublik Deutschland bestanden. Dazu sind nur 17 richtige Antworten nötig. Ihr Ergebnis, und dann habe ich hier, das war ein Fehler. In welchem Jahr wurde die Mauer in Berlin gebaut? Richtige Antwort 1961. Hier, von wo gewählt wird in Deutschland der Bundestag? Zwei Freunde wollen in ein öffentliches Schwimmbad in Deutschland. Beide haben eine dunkle Hautfarbe und werden deshalb nicht hineingelassen. Welches Recht wird in dieser Situation das Recht auf Gleichbehandlung? Was kennzeichnete den NS-Staat? Eine Politik des staatlichen Rassismus. Das war die richtige Antwort. So, meine Damen und Herren, viele Bekannte, viel Spaß hier mit einem Bürger und Test.